Der kommende Winter wird wahrscheinlich nicht so ganz einfach. Covid wird uns begleiten. Wenn man Glück hat, bleibt es bei den Omikron-Varianten, die man bis jetzt kennt, wo nicht so schwere Erkrankungen machen. Grippewelle erwarten wir wahrscheinlich wieder eine heftigere. Letztes Jahr ist die ausgefallen. Das Jahr wird eine heftigere Grippewelle erwartet. Und auch die ganz anderen banalen Verhältniskrankheiten sind nach wie vor um. Und was ich so ein bisschen feststelle, ist, dass die Leute bei uns am Telefon nicht ein bisschen Halsweh oder ein bisschen Husten haben, sondern sie sind doch schwerer erkrankt, als sie das von früher kennen. Und das kann man sich eventuell erklären, dass unser Immunsystem in den 2 Jahren Covid mit vielen Masken, mit Social Distancing, ein bisschen Dornröschenschlaf gemacht hat und jetzt dann muss hinterherlaufen, wenn so Erreger kommen, sodass die sich mehr können austoben. Also es ist wirklich sinnvoll, sich möglichst zu schützen mit allem, was man kann machen, um gut durch den Winter zu kommen. Wenn man beide Impfungen will machen lassen, also Grippeimpfung und Covid-Impfung, spricht medizinisch eigentlich nichts gegen alle möglichen Kombinationen. Also im Prinzip kann man an einem Tag beides impfen. Man kann einen kleinen Abstand zwischen beiden Impfungen wählen oder auch einen größeren, 2, 3, 4 Wochen. Also medizinisch macht das überhaupt keinen Unterschied. Ich würde das so machen, wie es einem wohl ist. Wenn man das Gefühl hat, 2 Impfungen an einem Tag, das ist mir ein bisschen zu viel, dann würde ich es eher auseinandernehmen. Wie gesagt, medizinisch kein Unterschied. Grippesaison wird vielleicht ein bisschen später erwartet, fängt bei uns manchmal erst nach der Weihnachten an, sodass eine Impfung ab Mitte, Ende November eigentlich dort wahrscheinlich günstig ist. Und Covid-Impfung ist ja jetzt ab dem 10. Oktober schon empfohlen. Aber das kann man wie selber überlegen, in welcher Distanz oder am gleichen Tag man das will machen lassen. Von den Nebenwirkungen her wird der Covid-Booster wahrscheinlich ähnliche Nebenwirkungen machen wie die, die man von sich, von den vorigen Impfungen her kennt. Es ist jetzt eigentlich nicht zu erwarten, dass neue Sachen auftreten. Und Grippeimpfung macht bekannterweise eigentlich sehr, sehr wenig Nebenwirkungen. Darum spielt die nicht so große Rolle und deshalb auch kein Problem, es am gleichen Tag zu machen. Wahrscheinlich sind dann die Nebenwirkungen, die kommen eher vor der Covid-Impfung wie vor der Grippeimpfung. Also sowohl Grippe wie auch Covid-Impfung oder der Booster ist vorwiegend alle Leute empfohlen, wo chronische Krankheiten haben oder ein gewisses Alter ab 60 oder noch älter und Schwangere. Das ist die primäre Zielgruppe. Aber auch alle anderen, auch gesunde Leute, können sich gegen Covid und auch gegen Grippe impfen lassen. Covid-Impfung ist zahlt, auch bei gesunden Leuten. Und es ist einem einfach selber überlassen, die eigene Verantwortung, will man den Booster machen oder nicht. Ich würde es empfehlen, aber wie gesagt, ist jedem selber überlassen. Und das muss man mit sich abmachen, ob man das will oder nicht will.